dann schauen wir mal. Das ist insgesamt bei 70 Euro. Okay. Ja? Jetzt muss ich erstmal wechseln hier. So. 20, 40, 60, 70. So, bitteschön. Okay, danke. Danke dir. So, ihr lieben Zuschauer, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Game Center VS. Ja, ich bin der YouTube-Channel für Videospiele. Alles, was sich rund um Medien, Videospiele, Merchandise, Zubehör handelt, könnt ihr jetzt auf dem Kanal sehen. Es geht rein theoretisch oder rein praktisch geht es hier eigentlich hier nur um diese Theke. Die Theke ist Legende, muss ich schon bald Legendentheke hinschreiben. Hier werden Deals gemacht. Das heißt also, wir sind ein An- und Verkauf. Die Leute kommen hier rein mit Tüten, Kartons etc. und stellen ihre Waren hier auf den Tresen, wie sie ja schon von YouTube kennen. Und dann wird gedealt. Das heißt, ich gucke mir die Sachen an, er macht einen Preisvorschlag, ich, und irgendwann werden wir uns einig und dann gibt es halt eben diese Deals und die haben wir jetzt auf YouTube festgehalten und die möchten wir euch in Zukunft alle zeigen. Am besten immer einmal die Woche, vielleicht zweimal, vielleicht schaffe ich es ja doch irgendwann mal hier, was ich immer erzähle, ja, zwei Videos und dann kommen ja doch keine zwei, dann kommt doch nur eins. Aber naja, so ist das Leben. Sonst könnt ihr auch natürlich hier live auf Twitch, Game Center VS, könnt ihr hier live reinschalten. Da seht ihr uns live während der Arbeitszeit. Da seht ihr, was passiert, wenn Burak live kommt. Oder die Leute, welche Gespräche, die Community. Ihr könnt uns Fragen stellen. Ihr seid herzlich willkommen. Checkt den Kanal aus, das ist echt cool. Wir haben eine tolle Community. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Und ihr dürft auch jedes Video selbstverständlich auch liken. Ihr dürft es kommentieren. Da würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Und was natürlich der absolute Highlight auf Twitch ist, ist jeden Donnerstag ab 19 Uhr Live-Auktion ab 1 Euro. Da werden gewisse Konsolen, Retro, Spiele, Zubehör, Merch versteigert. Coole Community. Das dürft ihr nicht verpassen, denn ich bin König der Auktion, Leute, auf Twitch. Und ja, scheiß drauf jetzt. Wir gehen jetzt einfach rein. Schon viel zu viel gelabert. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Und dann kann es jetzt losgehen. Nein, es kann nicht losgehen. Denn ich habe jetzt schon wieder was vergessen. Nächstes Video. Riesen Retro-Ankauf. Kam extra 400 Kilometer hergefahren mit über 100 OVP Super Nintendo N64 Controller, N64 Gerät, Super Nintendo Gerät, Gamecube Gerät und vieles, vieles anderes. Ich weiß, es waren ein paar hundert Games. Ihr die Folge dürft ihr nicht verpassen. Die kommt dann nach der Folge. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir endlich mal in die Live-Folgen, denn wir sind doch ehrlich jetzt erstmal gespannt, was passiert. Also bis gleich, euer Crasher. Kurze Frage. Habt ihr Interesse am Nintendo DS, um Spiele anzukaufen? Oder? Ja, ich kann es ja mal anschauen. Ja, natürlich. Ja. Also müsste eigentlich natürlich alles funktionieren. Ich glaube, es ist gar mal gut. Ja. Keine Lust mehr, oder was? Weiß nicht. Also ich selber habe noch nie so gut gespielt. Mein Kleiner, der hat gespielt. Ja. Ja, also ich bin eher der, also ich habe eh nicht so gut mit der Zocker. Ja, okay.
Das Einzige, was ich spiele, was ich immer noch gern mache, ist Guitar Hero. Okay. Aber das dann auf der alte, gute alte Wiener. Von meiner Nichte im Mädelsspiel. Okay. Hier ist ein Deules drin in der Schatzkammer. Hätten Sie da einen Preiswunsch für Ihre Sache oder hätten Sie sich Gedanken gemacht? Nein, oder? Nein, bin ich ganz ehrlich. Okay. Na gut, die, da muss ich auch ehrlich sagen, die Dash-Spiele, das ist tot. Vor allem diese Titel hier, ich sehe. Und das ist ja nichts. Also, wie unterscheidet das zwischen gefragt und nicht gefragt? Ja, das ist klar, natürlich, und logisch. Preis hier, Preis da. Das ist mir auch klar, dass es mit Sicherheit Spiele gibt, die interessanter sind, wie das ist mir auch klar. Also so, wie ich das sehe, komme ich auf 160 Euro. Alles insgesamt, ja. Oder mit dem... Ja. Okay, darf ich mir das überlegen, oder? Ja, klar. Okay. Ja, ja, klar. Da wird sich überlegen. Ja, ja, natürlich, ja. Das heißt Gehirnjogging, Englischtraining... Alles, St. Pauli auch gut. Da bin ich ein Fan. Das habe ich mir selber. Das hat echt? Ja, diese St. Pauli-Fans hat viele Jahre schon. Also, ich überlege mir das. So, ich sage jetzt ja halt, was Ihre Vorstellung war. Das ist ja quasi. Nein, ich bin wirklich. Ich muss jetzt an meine Frau fragen. Also, ich denke mal Richtung 200 habe ich jetzt, denke ich, mit denen viele Spiele, aber das ist um ja, 160 ist. Das Spiel, es geht ja um die Titel. Ja, ja. Sowas hier. Es ist zwar viel, aber das ist halt. Aber vieles, wo halt nicht so wirklich gängig ist, ja. Genau, das jetzt. Also, nur dass man mal von der Menge weggehen. Ja. Das hier ist zum Beispiel wirklich gar nichts. Ja, das ist. Super Mario auch nicht. Das ist kein Super Mario. Oh, sorry, habe ich denkt. Ah, okay. Die andere 3D, das ist klar, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, das andere ist. Ist okay, klar, ja. Könnt ihr ein paar Euro hin oder her schieben? Ja, ist klar, ja. Also gut, ja. Ich überlege mir das, gell? Ich schätze jetzt mal, mal zum Giga-Angebot, gell? Also alles klar. Oder? Jo. Gut, super. Dankeschön. Danke auch, gell? Schönen Abend. Ja, tschüss. So, da seid ihr schon da. Super. Ach, so viel ist ja gar nicht. Viele Spiele sind dabei. Einzelne Teile. Der mal als erstes, der ist defekt, aber. Weiß was ist der defekt? Defekt, aber der Akku ist drin, wir wissen nicht, was da ist. Ob es wirklich Kontakt am Netzteil ist oder. Ja, aber guck mal hier, schau der Knopf defekt. Ja. Also der ist schon immer, der war schon ewig. Der ist auch gelaufen nur mit dem. Und da liegt alles Hase. Habt ihr Hasen gehabt oder ja, was? Ja, Hasen. Die haben dort angefressen, deswegen ist vielleicht da. Das kann sein, ja. Das ist komplett mit allem drin, mit Anleitungsspiel und dem Pokéwalker. Okay, fällt jetzt inlay. Okay. Die beiden, das sind aber die einzigen 3DS-Spiele. Und dann kommen viele DS eigentlich. Alle mit Anleitung und Spiel. Mhm. Und sauber gemacht davor. Okay. Das ist PS3. Okay.
PlayStation 3 mit Controller. Mhm. Habt ihr den weiten Weg extra aufgenommen? Ihr wolltet einfach mal herkommen, oder? Ja. Ich verfolge es jetzt schon ein bisschen länger. So ja. Genau, okay. Und jetzt haben wir ein bisschen aussortiert. Mhm. Weil es spielt eigentlich keine mehr für uns jetzt, so. Und dann haben wir gedacht, dass wir sie mal da herfahren und mal anbieten, ja. Was dabei rauskommt, ne? Ach, da ist noch mehr. Ja, das sind einzelne. Mhm. Okay. Da bin ich mal gespannt. Das ist die Wii. Der Tisch gleich voll, hä? Das sind die letzten. Ja, ja. Gucken wir das jetzt mal in Ruhe durch. Ich hoffe, es rentiert sich für euch, dass ihr jetzt den weiten Weg gemacht habt. Schaut's nicht gut aus, oder was? Doch. Hast du? Willst du das Goldene hergeben, da das Pokémon? Ja. Schon? Der Josef hat das eins noch. Mhm. Das Silberne. Oh, FIFA darf nicht fehlen. Das war, glaube ich, das Einzige. Das haben wir auf der Dreier und auf der Präsent 2 nicht. Das liebe ich in meinen Videos, immer das ja. FIFA, gell? So. Okay. Dann fangen wir mal an und gucken wir mal. Ist jetzt da runtergefallen. Die Blende. Also heute ist echt auch wieder nur Ankauf. Da. So, also das wieder reindrücken. Zum N64 hast du schon Schnicks, gell? Nur das. Mhm. So, dann. So. So, mal gucken. Hast du da schon einen Preis eingeben oder nichts? Nee, noch nicht. Nein, ich meine bloß. Was wäre so ein Spiel oder was ist denn da grundsätzlich? Das ist schon unterschiedlich. Sowas bringt nichts, sowas bringt wieder mehr. Mhm. Da muss man halt jetzt mal durchrechnen. Ne? Mhm. Sowas ist auch schwer. Sowas ist schon wieder besser. Ja, ja. Sollen wir mal ein Bild davon machen? Das sind gute Titel, soweit. Das war so hin. Schon da jetzt noch dabei. Mario Party. Hello.
Hallo. Achso, das ist schon die erste. Ja, mit dieser. Die ist leider nicht mehr so schön. Gerade das, wo die wollen höher gehandelt werden. Ja, die ist aber bloß. Gehen tut sie, aber die ist halt vergilbt, ja. Die haben wir schon. Ja. Ach, die habt ihr auch schon. Schon lang gehabt halt. Ach so, okay. Ich mal da viel, die guten Spiele. Da sehe ich schon, das wird schwierig mit der PS2 Sachen. Boah. Das ja, die sind wir nicht. Wenn es gar nicht mehr, dann tun sie es gleich hier. Ja, ich gucke jetzt mal, ja, die ohne Anleitung, wenn die dann so aussehen, da kannst du nichts mehr retten. Und wenn halt die Titel dann auch ein bisschen schlechter sind. Dann macht's Ergon. Und dann, da kann man gucken. Ja. Das ist ein leichter, da kann man vielleicht. Was haben wir denn da noch? Ja, die PS2 ist eher nichts mehr. Nimmer, soll ich wieder machen. Dann haben wir hier noch die Wii. Zwei sind auch soweit. Oh, das noch geht. Schon mal reinguckt, alles oxidiert. Und also wir haben es probiert noch, da ging es noch zu Hause. Da ist ja alles weggerostet. Dann haben wir noch die PlayStation. Was haben wir denn hier noch? Spectrums, okay, FIFA und For Speed. Okay, das sind auch so Titel. Also ohne das, so wie es da steht, mit der PlayStation, so grob über den Daumen, sind wir bei 430 Euro. Und das ist mehr wie fair. Ja, durch das, dass jetzt die Dinger weggefallen sind. 450. Ich bin echt schon am Limit. Also es ist jetzt so, dass... Die goldene. Also mit allem hätte ich so gerechnet, so 600, 700 so. 600, 700? Also mit die PlayStation 2 und die anderen Spiele da noch. Also Leute, also so langsam. Ihr müsst mal vorstellen, wo soll ich aus diesen Spielen... Wo willst du denn hier 600, 700 Euro rauskriegen? Also wenn wir jetzt das schon mal weg haben, ja. Das sind vielleicht noch 20, 50 Euro. So, jetzt machen wir das da weg. Und dann schau ich mal, das hier, das ist alles normal, ja. Das ist normal, so. Jetzt machen wir einfach die ganz schlechten Sachen, die einfach Standardware sind. Gut, das sind etwas besser, ja. Dann haben wir hier, die drei sind besser. Das ist hier alles nichts wert. Ja, so. Jetzt reden wir von dem Haufen 700 Euro. Das ja, gut. Ist schon krass. Mit den PlayStation 2 Spiele, das wusste ich nicht, dass die gar nicht mehr, dass die nicht mehr so gehen. Die mir jetzt da eingefangen haben. Ich dachte, das waren ja 230 Stück oder so. Darum sage ich immer, das ist immer so auch ein bisschen, wenn die Leute weiter weg herkommen, man sollte das immer ein bisschen vorher abklären, anrufen, WhatsApp-Bilder schicken, wir gucken mal drüber. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist nicht das alles. Das ist aber schon viel wert da, das Goldene, oder? Ja, das habe ich Ihnen jetzt mit 100 Euro gerechnet. Ja. Das ist auch das Einzige, das hier so ein bisschen, ein wenig, aber. Ja, die besten Sachen haben die Brüder leider wieder mitgenommen. So. Wir hatten eigentlich vor die DS-Spiele, die vier Pokémon, jeweils noch das andere. Die wollten es dann doch nicht also verkaufen. Diamant, Perl, dann Schwarz-Weiß. Die wollten es nicht. Er hat jetzt seine Sachen hergegeben, gewesen, ziemlich. Und was dann wahrscheinlich gut gewesen wäre.
dann hätte es noch rentiert, dass man rausfährt. Auch noch ein paar N64 noch ein bisschen besser so. Oh. Ja, aber N64 und Super Smash und so Zeug. Aber Michi, Mario Kart willst du so. Nicht verkaufen? Schon, oder? Ja, doch schon. Also, ja. Doch. Also, das ist auch für mich Menge Geld für Normalzeug. Also, das ist jetzt. Wie gesagt, das sind jetzt 5-6 Sachen, die sind etwas seltener, aber das ist ja Standardware. Also das ist jetzt zwar auch vom Gefühl her ein paar Euro, aber was ist wert? Ne? Ja. Es ist trotzdem geht nicht in die Hunderter. Ne? Das ist, man darf nie mit den falschen Vorstellungen. Also ich, sowas hier, ja, das wird mit im Internet eigentlich mit 4 Euro gehandelt. Ja? Jetzt überlege jetzt, komm jetzt mal auf die Summe, hey, das ist ja verrückt. Hm. 450 nicht, oder? Also ich habe eigentlich schon viel zu viel gerechnet. 430 haben sie. Ja, aber das ist dann, weil das ist für mich schon... Können wir das machen, dass wir da was mitnehmen für die 430? Ja klar, wir können ja auch abziehen, wir können auch bar. Also. Guckt euch mal in Ruhe um. Ja. Ich habe eine Frage. Habt ihr auch gebrauchte? Das sind neue, ne? Ne, auch gebrauchte. Ah, das sind auch gebrauchte. Neu ist immer mit Cent und ohne Cent ist gebraucht. Die hier sind auch Spiele, oder? DS. Ah, Switch ist nur hier. Switch ist nur hier, ja, genau. Switch ist, du guckst die Stärken hier. Das ist auch der Job, was ich hier schon. Ja, mal komm mal. Da freue ich mich jetzt auch gerade. Muss nochmal nachrechnen. Die haben mir jetzt verrechnet. Haben. Ja gut, die. Ja, ja, die hier, gut. Du bist ja schon bei 2. Ja, ja. Aber da ist ja noch die PS3, die 500er. Nur wäre noch 9 Minuten. Nee, das geht schon klar. Super Mario, komm mal trainer. 20. Das Mortal Kombat? Jo. So. Da wären wir bei 22 Euro. PlayStation, die habt ihr nicht hier, ne? Welche PlayStation? 4. Doch, ich habe 230 bis 250 so in dem Dreh rum. Alles klar, danke schön. Danke. Guck mal. Ja, ich will ja mal noch. Das ist der Bauer nicht. Tschüss, Bernd. Ja, bitte.
ein Karton. Bitte? Brauchen Sie für uns einen Karton nach? No. Achso. Nee, alles gut, alles gut. Ich habe Kartons ohne Ende da. Mhm. Das ist kein Problem. So. Das ist ja, das ist da mit der Stoppel. Achso. Kein Preis drauf, normalerweise. Ja, das ist bei dem Stopp. Ah, das kannst du drin. Ja, das ist bei mir. Das ist bei mir. Dort gestanden bei den. Also, normal sind sie mit 59 drin. Also, na, dann nehmen wir es nicht. Ja. 25 ist dort. Dahinter ja, war das Stopp, neben den 25. Ja, nein, das. Schauen Sie mal. Ja, da hat jedes einzelne schon. Das kostet also 50 Euro Minimum. Ah ja. Dort jedes andere so. Magst du einen Doktisten? Welches gerade kommt? Ja. Das. Das neue. Sealed. So. Einmal das und einmal das. Das zahle ich jetzt. Nein, das, nein, das ziehe ich jetzt ab. Also wolltest du abziehen? Ich hätte es gezahlt, weil es für Weihnachten. Ja, dann gibst du mir später, dann geht's. Dann ist ja, egal, gut. Oder? Dann haben wir 4,30 minus 40. Ja, dann gibt es 390 Euro noch in bar. Und dann ist meine Kasse für heute leer. Gut, nimm du die. Mal gucken, aber ich habe gerade einen riesen Ankauf gehabt vor ein paar Minuten. Müssen wir erst mal gucken. So. Dann haben wir hier 100, 200, 250. So. 270, 290, 31, 33, 34, 39. So. Müsste es stimmen. Gut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ne? Bisschen was haben wir rausgeholt, oder? Ja, passt schon. Wenn die Zustände halt teilweise besser gewesen wären. Ja. Ja. Also die Sammler, also wenn man schon ein bisschen höhere Preise will, dann muss es halt schon Sammlerzustand sein. Das ist jetzt über Jahre gespielt worden, eigentlich 20 Jahre am Stück. Ja. Die Kinder haben es mal gespielt lang. Ah ja, das ist auch schön, wenn die das spielen. Super. Gut. Vielen, vielen Dank. Gute Heimreise. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Ich wollte fragen, kaufen Sie noch eine PS4 Pro? Ich will mal schauen, wie die aussieht. Keine Spiele. Nein, nein. Aber alles online geholt. Digitalzocker. Ja. Gut, du müsst mal kurz anschließen, ob alles funktioniert, und dann würdest du 150 Euro kriegen. Okay, ja, können Sie ausprobieren. Dann muss man vielleicht noch den Account löschen. Ich ja, das ist auch kein Problem. Okay. Vivian, du musst schon mal kurz eine Pro anschließen. Hm? Ist alles gut soweit? Also anscheinend funktioniert alles. Dann kriegst du jetzt deine 150 Euro. So, 51, ja? Danke dir, ciao. Bitte? Hast du was Feines? Was Feines?
Ja, dann sind wir mal gespannt. Muss kurz hier Platz machen und ja, dann können wir loslegen, mein Freund. So. Wollen Sie bezahlen? Ja. Weil das geht ein bisschen länger hier. Ja. Na, lass gehen. Ja, schick rein. So, sind es 90 Euro. Boah, was ist jetzt da kaputt? Ja. Mal wegmachen. So. Sauber. Ja. So, und 10, Dankeschön, gell? Ciao. So, jetzt, was gibt's da? PS4 Spiele und PS3 und 2 PC-Spiele. 2 Kilo, denk 8 Euro. Dann schauen wir mal, was du mir Schönes heute vorbeibringst. Mhm. Willst du Kohle oder was anderes mitnehmen? Oder? Kommt drauf an, sag ich mal, was ich finde. Oder nicht? Das sagt Ihnen das Licht. Also auch Titans. Habe ich ja schon gefragt, wegen Nikos mit Unbound. Hatte ich ja in Englisch. Ach so, für die PS5, genau. Habe ich ja da, aber das ist halt neu, ne? Ja, das war neu, genau. Ja, die neuesten Spiele sind es ja nicht gerade, ne? Mhm. Das kann ich schon gessen. Kommt niemand mehr. Boah, das Gleiche. Ich sehe gerade hier nur immer das Gleiche, was ich schon 5000 Mal. Ja, gut, die hier kannst du ja gar nicht mehr zocken, mhm, weil die haben ja diesen Steam-Account, das kannst du nur einmal registrieren. Ah, okay. Und dann sind die eigentlich nicht mehr verwendbar, weißt okay, du? Das muss ich leider nicht. Darum kläre ich dich auf. Das ist halt alles Massenware. Ja. Bundle-Version nicht zum Einzelverkauf, aber das war im Ding dabei. Da kann ich mich umdrehen, wie ich will. Na gut, Gran Turismo geht eigentlich immer. Also freundschaftlich normalerweise nicht mehr, aber das bringt dir aktuell 40 Euro. Aktuell nur? Ja. Hm. Zu wenig. Okay. Für dich, meine ich. Schwierig. Ja, es sind keine hochpreisigen Spiele, ja, ist nichts Besonderes. Also es ist wirklich jetzt nichts, wo du sagst, also ich will mir jetzt nicht ausreden oder das schlecht reden, aber das ist halt Massenware. Ja. Hm. Hm. Sonst nimmst du wieder mit und überlegst dir es. Ja, genau. Machen wir's. Ja, kein Problem. Gibt's halt einen No-Deal, ne? Yes. Du kriegst ja da noch irgendwas rein. So. Okay. Dein Kollege auch noch was? Ja. Dann können wir bei dem mal schauen. Hast du auch so geilen Stuff? Wo ist Fortnite? Auf CD? Ich suche Fortnite auf CD. Hab ich nicht. Wieso nicht? Digital, oder? Nicht. Du spielst nicht? Nee. Okay, jetzt gucken wir mal, was du hast. Was ist das? Französisch? Nee, Deutsch. Okay. Puh, Schallplatte.
Okay. Ich weiß nicht, Jungs, was ich dazu sagen soll. Und du wolltest verkaufen, tauschen? Verkaufen, ja. Weil ich will danach noch was holen. Ich hoffe, du hast ja keine Millionen vorgestellt. Ja. Bei den Titeln kommen wir nicht weit. Also ein großzügig bin 25 Euro. Also von dem her, es geht eigentlich, weil ich spiele halt. Also ich musst du halt entscheiden, ob das willst oder nicht. Ja? Also ich will kein bisschen mehr. So. Den musst du wissen, von daher spielen. Ja, geht. Ja, du musst nicht. Also wenn du dich schlecht fühlst oder sagst, nee, eigentlich wollte ich nicht, dann musst du ja nicht. Passt, oder? Ja. Also das darfst du noch behalten, ne? So, bitteschön, gell? So, ich hab was gefunden. Das kostet 29, ja? Ist doch schon durch. 1, 2, 5, 6. So. Karte, ja klar, selbstverständlich. Und dann haben wir hier noch Notiz. So. Sind wir bei 52? Warte. 5200. So, jetzt kommen wir zusammen. Legezimmer da auf. Nochmal. Geht. Müssen wir doch. Müssen wir. Ja, die einen, die nimmt er so und die andere nicht. So, jetzt, genau. Brauche jetzt eine Tüte oder? Ich kann es da reinmachen. Mal kontrollieren. Ja. Ja. Super. Ich müsste erst warten, bis der Vorgang bearbeitet ist. Jawohl. So, dann haben wir alles, gell? Dankeschön. Vielen Dank. Ist fündig geworden. Oh ja, hast du doch ein bisschen was. Ja. Ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus. Ich habe einmal was gekauft. Das haben wir doch schon. Das ist okay. Dann soll sie lieber selber gucken, gell? Ja, eben. Dann wenn sie schon mal da unterwegs ist, gell? Genau. Hey, wo ist der Tabak für dein Dad? Tabak ist nicht so wichtig, rauchen brauchen wir nicht. Also, bei uns. Doch, rauchen braucht man. Ja, okay. Aber natürlich. Okay, alles klar. Wenn man sonst keine Laster und lustvolle Sachen hat. Dann ja, okay, das ist Dankeschön. Dann. Bitteschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Was? Ausgemischtet und gefunden. Ach so, zwei Stück. Ich dachte, hier den ganzen Sack voll. ich weiß nicht. Ja, aber ganz ehrlich, da bist du bei 5 Euro bei beiden Spielen. Ja, ist du okay? Ist okay, ja. Nee, weil die sind leider nicht mehr so viel wert. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Also, da gibt es bestimmt schon einen zweiten, dritten, vierten Teil. Genau. Willst du die 5 Euro haben, oder? Pro Spiel? Nein, zusammen. Zusammen? Ja. Ja gut, was soll ich sonst noch mitmachen? Ja, mir ist ja egal, wie du möchtest. Kann. Ja komm, gib mir eine 5 Euro, dann habe ich wenigstens was für mich. Okay.
So, bitteschön. Alles gut. Alles gut, genau. Ja, perfekt. Dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank. Ja, danke dir. Vielleicht bin ich irgendwie mit anderem Spaß. Wer weiß, ja, wer weiß, genau. Nicht genau, das weiß ich nicht. Und sonst Corona-bedingt, wie ist eigentlich bei dir gelaufen? Alles super. Ich mache halt viel online. Ah. Bin sehr online präsent und dann habe ich da kein Problem, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, weil... Bei sonst hier aus Schwenningen stationär und so kannst du ja kicken. Die Stadt ist ja tot, da ist ja nichts. Das hat mich schon immer gewundert, wie so ein Laden hier ist. Ich bin ja schon 30 Jahre hier. Okay. Ich bin 30 Jahre, ich habe schon mein Fundament, also von dem her. Ja, alles cool. Klar. Also, besten Dank. Ja, bitteschön. Gute Zeit. Bleib gesund. Bis dann. Auch auf jeden Fall. Ciao, ciao. Du, warte, mach mal kurz dich. Was? Ja, ich habe ja vorher angerufen wegen den Mies-Sachen. Ach so, ja, aus Villingen, genau. Ja. Genau. Ja. Das, ja. PlayStation 4 Spiele nimmt ja die auch. Hier, mach mal alles raus. Schau mir mal an, was du da so Wunderbares hast. Okay. Und du willst verkaufen oder was anderes? Ja, verkaufen. Brauchst Geld? Ja. Okay. Schon durchgespielt alles. Ja, die hier bringen dir 10. Du bist ja bei 20 Euro. Ja. Passt das für dich? Das passt, ja. Okay. So. Bitteschön, gell? Dankeschön. Das da meinte ich. Das heißt, wie hat mal kurz das? Gucken. Ja, ja, Naruto. Ja, danke. Naruto, ja. Tschüss. Tschüss, danke dir. Ciao, ciao. Genau. Hi. Was gibt's, Jungs, Mädels? Spiele. Willst du verkaufen oder was? Ja, genau. Dann habe ich noch eine Frage. Gibt es dieses Spiel hier für die Xbox One X? Xbox Serie X? Nee. Ja. Okay. Guck mal, PS5 Spiel und so ein Kratzer schon drin, okay. Blu-ray. Also, da müsste da schon ein bisschen aufpassen. Ja. Blu-ray kann ich halt nicht mehr. Kann ich dir 10 Euro geben? Ja. Oder ein Spiel für 15 Euro aussuchen, je nachdem, wie ihr möchtet. Das musst du jetzt wissen. Spiel oder 15 Euro? Ein Spiel. Du musst ein Spiel aussuchen, für 15 Euro. Ja. Ja, dann schaust du dich halt okay. Um. Ne? Lieber die 10 Euro mitnehmen. So, bitteschön, gell? Ciao. Ciao. So, jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin zum Großteil Filme. Da werden jetzt ein paar Controller noch. Da habe ich die Spiele dazu, die passenden. Außer das Landi, da ist innen drin der Ding gebrochen. Also das sind die Starlink und dieses. Das mit Plattform, Figuren. Was sind dann die anderen Figuren? Ne? Ja, was ist das? Das sind die von Starlink, diese Waffen. Kauf ich nicht. Kaufst du nicht? Ach, das kriegst du schon hinterhergeschmissen. Das hab ich keine Kunden dafür. Das hier, das krieg ich alles nicht mehr. Das ist. Was hast du denn Gutes? Zeig mal die guten Sachen. Die guten Sachen hast du schon alle gekriegt. Das ist ja das Schlimme. Das ist genau das Gleiche in Grün. Jetzt zeigen wir mal, ich muss mir mal einen Überblick verschaffen von allem. Und diesmal mehr Filme wie alles andere.
Aber mein Bruder hat alles doppelt und vierfach. Drückt es dann immer mir in die Hand. Die haben jetzt durchgeguckt. Ist nichts dabei, was mir so. Ja, genau. Eingefällt. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es bei dir mal. Wenn nicht, dann. Wenn nicht, dann nicht. Ich muss halt irgendwie. Ja, aber weißt du, wenn das da so unbekannte Filme sind, dann wird es immer schwierig, ne? Ja, es sind halt viel, also ein paar Sachen Horror jetzt dabei, ein paar Serien dabei. Womit ich halt nichts halt viel aus Langeweile. Aus Langeweile, ja. Okay. Sind auch noch DVD-Sachen dabei. Ja, ja. Hexenkessel. Oh, 2012. Ja, ja. Aber den haben wir selber schon. Der einzigste vernünftige Film da drin. Glaube ich auch. Junge, Junge, Junge. Jetzt habe ich diese Woche Filme aufgeräumt, dachte, ja, jetzt habe ich mal wieder welche weg und dann kommt er wieder. Es tut mir ja auch leid. Gut, dass es Leute gibt, denen auch mal was leid tut. Und wir haben halt gesagt, entweder du nimmst oder du nimmst mit und wenn nicht, dann guck mal. Frisch oder stirb, oder wie? Nee, dann müssen wir wieder gucken. Über eBay irgendwie so. Kleinanzeigen rauskriegen. Und das sind halt hier diese schon Sinclair. Die ist sogar noch original verpackt. Keine Ahnung. Ich hab mal gedacht, wir waren jetzt schon unterwegs, dann fahren wir an natürlich. So, dann was stehen hier noch? Landwirtschaftssimulator. Ich guck mal die Controller, das ist immer so eine Geschichte. Gut, da sind halt auch so diese No-Name-Dinger dabei zum Teil. Mein Bruder hat immer so viel gekauft, das ist Wahnsinn. Naja, dass ich da damals bei der PlayStation 1 schon billig Controller weggeschmissen habe, die nichts getauft haben. Und bei denen weiß ich nicht, was das für welche sind. Das ist ein Bass-Controller. Bass-Controller, glaube ich, irgendwie. Also, pass mal auf. Für die Filme oder das, was hier steht, pauschal 80 Euro. Und das war's. Das hier, aber jetzt, das da unten nimmst du nicht. Nee, du, das. Also das, was jetzt hier steht. Also ohne das hier. Also das hier. Es, im Prinzip geht es um die Filme und die DVDs. Und das da, dann nehmen wir wieder mit. Genau. Da ist auch kein Interesse an der PlayStation 4 Spiel. Nee. Ich habe halt keine Hülle dazu. Sind da nicht die Server schon abgestellt? Nee, bei dem noch gar nicht. Das läuft noch. Ich habe nur kein PlayStation Plus mehr. Das meinst du, ist ausgelaufen und ich zock's halt nicht mehr. Und ohne PlayStation Plus kannst du das nicht als mehr als Ding spielen. Du kannst es nur noch als Singleplay rumhüpfen und da bin ich schon lange durch. Okay. Das ist das Einzige. Deswegen spielen wir es nicht mehr, weil wir sagen, das ist blödsinnig. Ja. Und da ich jetzt momentan mehr auf Twitch wieder unterwegs bin, auch. Für 80 würde ich sagen. Ja gut, ich verkaufe meinen Streamlöscher die DVDs für 1 Euro, weißt du? Was? Nee, aber ich sag... Nee, ich hab... Wie ihr wollt, das liegt in eurem Ermessen. Weißt du was, bei 80 lege ich dir das noch dazu. Dann gebe ich dir lieber nur 10 Euro Trinkgeld, dann will ich kein schlechtes... Hast du auch so nicht, passt schon. Nee, dann gebe ich dir 90. Okay? Alles klar, ist in Ordnung. Dann haben wir aber alles... Dann ist alles safe. Dann gib mal die Küche und die Küche kaputt. Und die da rein. 1, 2, so. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Geht nicht. Bei uns steht es halt nur dumm rum, weißt du? Ja, da raus. Moment. Weil ich nicht lernen. Ja, hallo?
Was haben wir vor Ort? Nein, wir haben mit PCs nichts am Hut. Wir sind nur Gamer, also PlayStation, Nintendo, also PC haben wir nichts am Hut, gell? Sehr lecker, bitte. Alles klar, kein Problem. Ciao, ciao. Macht ihr Service vor Ort? Denkst du, was für Service? Ja, PC-Service. Hä? Ja, also, ja, wie kommen die Leute jetzt auf sowas, hä? Kurz da liegt das Poster auch noch. Ja, mir egal, denn jetzt ist eh der ganze Crew schon hier. Können wir ja, jetzt haben wir so viel Platz im Keller gemacht. Jetzt kriegst du wieder. Jetzt kann ich gerade wieder die Regale. Wie war eigentlich Comic-Con? Wie war's? Sehr gut. Sehr gut. Also, ich ging nicht dahin, um jetzt die Millionen zu verdienen, nee, sondern ich mein so, aber als Spaß und so, war super, super Eindruck, hat mir super gefallen, habe jetzt noch nie so erlebt. Also für mich war es zu voll. Ich war ja als Fotograf unterwegs, ja, weil ich ja eigentlich Cosplayer und so fotografieren wollte, aber viel zu voll. Ich fand es mega geil. Also oben die Ecke ja, mit Lego war natürlich richtig gut, da war dann noch ein bisschen Platz, aber auch selbst da waren sie dann voll gedrängt, du konntest keine Fotos mehr machen, nichts mehr. Also wir sind um halb vier sind wir gegangen, weil die Mädels durch waren. Also meine Tochter und ihre beste Freundin waren ja auch noch mit dabei, die sind immer gleich von Anfang an. Die waren dann durch und waren fertig. Da waren wir noch nicht mehr in der zweiten Halle. Wir sind noch nicht mal in die zweite Halle gekommen. Okay. Und wenn jetzt die zwei Mädels nicht dabei gewesen wären, wären wir auch noch länger geblieben. Okay. Aber da haben wir gesagt, weil die jetzt gehen wollten, haben wir gesagt... Gut, mein Rücken hat es auch gut getan. Zum Schluss, ja. Weil wir sind ja für diese Suppe da, diese Rahmensuppe, sind wir ja fast eine Stunde angestanden. Okay. Also, die war so fein. Ja, ist doch okay, wenn die fein... Ich wollte ihn in Freiburg schon probieren, aber in Freiburg habe ich keinen Bock anzustehen. Okay. Aber das könnte ich auch noch empfehlen, Freiburg nächstes Jahr. Dass du guckst. Ja, du, wir die haben sind, jetzt... Die sind nämlich ein bisschen, was auch die Waffengattung angeht und so, sind die viel entspannter auch. Okay. Also viel interessanter auch. War aber cool. Gut, Stuttgart ist halt natürlich war das Große. Schön. Halt natürlich die Original-Comic-Con. Mhm. Alles klar. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke, ebenso. Bis dahin. Ja, bis später. Bis oder irgendwann. Ja, ciao, ciao. Wie wieder? Ja, schon lange her. Ja, was ist jetzt schon wieder kaputt? Nein, ich habe was zu verkaufen. Wie verkaufe? Ja. Hast du immer was zu verkaufen? Das da. Das da. Okay. Und das da. Dann bin ich ja mal gespannt. Guck mal. Guck mal, ja? Si, signore. Bist du gerade, oder? Ja, ja. Scheiße, du. Scheiße, ja, das hat verloren, ja? Aber wie die Blätter wie gespielt hat? Ich wollte Kroatien gewinnen. Ja, gut. Na ja, Argentinien, was will Argentinien? Ist halt starke Mannschaft, Kollege. Ja, nur wegen Messi, gell? Da muss man ehrlich sagen, der hat gut gespielt, der Mann. Was mache ich jetzt damit? Also das hier kriegt, das ist nichts mehr wert. Ist egal, gibt's schon noch. Das da auch noch. Das hier sind 20 Euro. Ist egal, und die? Machen wir 25, alles komplett. 30, mit. Naja, das ist scheiße, da brauche ich nicht. Brauch ich nee, das ist so Krimskrams. Nein, das kannst du mitnehmen. Okay. Kannst du jemand anders schenken zu Weihnachten. 30 Euro dann. Nein, 25. Okay, 25. Du? Mein Gott. Weil ich komme aus Donaueschingen, weißt du, extra. Ich weiß, aber das ist nichts. Ja, das... mein Gott. Ich komme immer zu dir. Ja. Was ist, Kollege? Muss man mit dir schimpfen oder was? Nein. Dann gebe ich dir 30, dass du. Danke. Mich... Oh, das ist gut. Und ich nehme auch. Ich sag dir, Kollege. Ich nehme auch Bonbon dazu. Ja, auch noch. Ja, das ist 10 Euro. Mafioso. Aber schade. Weißt du, wer schade? Für Brovic. Ja. Das gefällt mir. Das ist gleich wie Pirlo. Okay. Der weißt du, der mit der Langhaare, die Kleine. Ja. Kann man nichts machen, so ist. Wo war Italien, ne? Italien war nicht da. Aber die ganze Italiener sind wie wo Kroatien. Selbstverständlich. Ja, klar, alles gut. Weil die wo bei Kroatien und National, die ganze, die spielen alle in Italien. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Ja. Das ist wie da. Wir haben auch verloren, 3-0 gegen Kapu, ne? Mhm. Also, ciao, danke. Ciao, bitte, ciao, ciao. Hallo. Kann man bei Ihnen auch mit Karte zahlen? Selbstverständlich. Super.
Hast du gesagt. Nimm auch Bitcoin. So, 25. Eine Frage. Ja. Haben Sie hier für PlayStation 4 so Festplatten, die man zum Speicherort nutzen kann? Ich weiß, so externe, gell? Genau, ne? Ja, die liegen aber über 100 Euro, ne? Echt? Mhm. Hab ich aber gerade auch nichts da. Ja. Komm schon mal ein paar Tage, ich glaube, ich habe was auf Lager. Ich suche dir mal was raus. Komm schon mal die Tage, gell? Okay. Okay. Ja, ist schon drin, ja. Dankeschön. Ciao. Jetzt läuft's. Hey. Wie läuft's? Es läuft. Hallo. Ihr seid alle verrückt hier. Burak will Schulden machen. Nein, ich mache keine Schuld. Wir legen es nur an die Seite. Okay? Wie legst du an die Seite? Servus. Bis zwei Wochen. Janik, ehrlich. Drei Wochen. Doch, jetzt legt es an die Seite. Glaub mir. Ich kann doch nicht eine Kiste Spiele drei Wochen lang auf Seite legen. So Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr auch gerne liken, kommentieren. Wäre ein krass cooler Support, kostenlos an uns. Ja, ich denke, war schon eine geile Folge. Wie gesagt, die einen ticken so, die anderen ticken so. Aber letztendlich sind es echt alles coole und faire Leute, die hier reinkommen. Man wird sich immer einig, die feiern das ja alle. Und die machen das ja auch alle hier ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach uns zu helfen, wegen Support. Und die sagen, hey, das kommt in gute Hände. Du verkaufst es auch wieder an Sammler in gute Hände. So bleibt die Retro- oder die Videospielbranche erhalten. Also ich habe schon mitgekriegt, oder besser gesagt, ich habe das jetzt schon ein bisschen so im Gespür, dass die Leute froh sind, dass es so einen Laden wie mir gibt und dass wir einfach so ein bisschen die Videospielbranche am Leben erhalten noch, die Partys jetzt noch gibt. Ja. Und ich hoffe, wir können oder wollen oder überhaupt euch noch mal ein bisschen die nächsten Monate, Jahre, hoffentlich läuft es noch und können wir euch noch ein bisschen hier Content bieten. Ja, jetzt ist eh die Weihnachtszeit, also genießt es und bleibt gesund. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Euer Crasho, bis dahin.